Hi YouTuber, moin Community. Heute gibt es die kleine Regelerklärung zu Pingolution, das Junggesellenspiel. Ich kann es nur absolut empfehlen. Die meisten Junggesellenabschiede, auf denen ich war, hat das Spiel richtig nach vorne gebracht. Ich freue mich, dass ihr da seid. Selbstverständlich über einen Daumen hoch, ein Abo und lasst uns nicht lange warten. Los geht's! So, kommen wir zur Regelerklärung. Kleiner Tipp am Rande, ihr könnt die Spielkarten auch einfach ziehen und dadurch lustige Sachen mit dem Junggesellen machen. Oder ihr macht das Ganze ein bisschen spielerisch, so wie es in diesem Spiel vorgeschlagen ist. Das werde ich euch erklären, aber selbstverständlich könnt ihr auch euch alternative Regeln überlegen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Vor Spielbeginn bekommt jeder, der am Junggesellenabschied teilnimmt, eine Jokerkarte. Sobald ihr das gemacht habt, überlegt ihr euch eine Strafe, was der Junggeselle machen muss, wenn er eine dieser Aufgaben nicht schafft in der zugehörigen Zeit oder es einfach so nicht schafft oder es aus irgendwelchen Gründen nicht machen will. Aber das darf man eigentlich nicht. Die Standardbestrafungen sind einen peinlichen Tanz aufführen, einen Schnaps trinken, ein Kleidungsstück ausziehen. Und so weiter und so fort. Wenn er sich davor drücken will, gibt er einen seiner Joker-Karten ab. Dann sucht er sich einen Junggesellen-Teilnehmer aus, zum Beispiel den Trauzeugen oder einen anderen Kumpel. Der muss dann die Aufgabe für ihn lösen. Somit muss er es erst gar nicht probieren und kann auch nicht scheitern. Scheitert dann die ausgewählte Person, muss die selbstverständlich bestraft werden. Trinken, Kleidungsstück und, was ihr auch immer wollt. Hat der Junggeselle am Ende des Spiels noch Joker über, sprich er war richtig gut, könnt ihr euch auch noch was ausdenken, wie ihr bestraft werdet, weil der Junggeselle zu gut ist. Zum Beispiel pro Joker, den die Mitteilnehmer noch haben, müssen die einen trinken oder ihm was ausgeben. Da ist eure Fantasie absolut gefragt. Der Spielleiter ist üblicherweise die Trauzeugin oder der Trauzeuge. Er zieht eine Karte und stellt die Aufgabe dann dem Junggesellen. Sollte die aktuelle Aufgabe zurzeit unerfüllbar sein, kann die Aufgabe auch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Voraussetzung dafür, dass die Mehrheit der Gruppe damit einverstanden ist. So, kommen wir dann zum Spielende. Das Spiel kann enden, nachdem alle Aufgaben durch sind oder man sagt, man spielt nur 10 Aufgaben oder man spielt nur 20 Aufgaben, wie auch immer ihr das machen wollt. Ich kann das Spiel euch nur wärmstens empfehlen, nehmt es mit und wenn der Tag super verläuft und ihr das Spiel nicht braucht, ist es nicht schlimm, aber ihr habt zur Sicherheit dabei. Wir haben es zwischen zwei Events gespielt, es war super und hat eine richtig lustige Stunde uns beschert. Mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen. Ich finde es klasse und werde es beim nächsten Junggesellenabschied wieder dabei haben. So, das war's. Ich würde mich über eure Kommentare und Anregungen unten sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Brettspielguru.